Hallo und willkommen. Heute werden wir diese zwei Bretter herstellen. Das erste Brett mit dem Schriftzug Rosalie ist eine Kundenbestellung von der Plattform Etsy. Auf der einen Seite ist der Name der Tochter, Rosalie, und auf der anderen Seite die Zahlen 0 bis 10 abgebildet, aber dazu später mehr. Das zweite Brett wird ein Verkaufsaufsteller und zeigt die Vorder- und Rückseite in einer Kombination. Solche Bretter herzustellen ist wirklich viel Arbeit. Und genau darum soll es hier auch gehen. Wie wird so ein Brett hergestellt, programmiert und auch was alles dahinter steckt. Hier noch ein kleiner 3D-Scan mit meinem LiDAR-Sensor. Auch wenn es cool aussieht, glaube ich, dass man wirklich behaupten kann, dass die 3D-Scanner noch nicht ganz ausgereift sind. Zielgruppe sind natürlich Kinder, die das Zählen erlernen möchten. Entweder mit diesen Holzstiften oder mit dem Finger, indem sie direkt die Zahl abfahren. Keine Sorge, die Zahlen sind angenehm abgerundet. Das gleiche gilt für die Rückseite. Hier kann der eigene Name auf schönen großen Druckbuchstaben haptisch erlernt werden. Zu den Maßen. Die Breite beträgt 390 mm, die Höhe 190 mm und die Stärke ca. 16 mm. Hier ein Bild von meinem Sohn als Maßstab. Um das Ganze noch abzurunden, hier eine kleine Animation. Hobbys wie die CNC sind natürlich unglaublich kostspielig. Daher würde ich mich über eine Bestellung freuen. Und gleichzeitig könnt ihr euren Liebsten eine Freude machen. Okay, ich glaube genug gelabert, wir fangen jetzt an. Zuerst muss das Brett natürlich ausgepackt werden. Anschließend wird die Mitte ausgemessen und entlang dieser Mittellinie geschnitten. Wenn es nur mal so einfach gehen würde. Auf dem Streichmaß werden 10 mm eingestellt, um an den Ecken kleine Dreiecke anzuzeichnen und diese auszuschneiden. Diese entstandene Stufe wird später zum Spannen benötigt. Die 8 Ecken sind ausgeschnitten und somit bereit zum Fräsen. Gehen wir an die CNC. Zuerst schraube ich ein paar Schrauben in die Nutenplatte als Anschlag. Dann folgen die 4 Spannplatzen. Als erstes Werkzeug kommt ein Bosch 8 mm Nutfräser mit 2 geraden Schneiden zum Einsatz. Die Werkzeughöhe wird mit dem Werkzeuglängensensor vermessen, anschließend wird der Nullpunkt bestimmt. X und Y richte ich einfach mit dem Auge aus. Im Programm wird das Brett viel größer als in der Realität programmiert. Deswegen ist das grobe Anpeilen mit dem Auge völlig in Ordnung. Der Z-Nullpunkt wird natürlich mit einer Tastplatte sehr genau angetastet. Yeah.
Hier kann man auch sehen, warum ich diese Stufe in die Bretter schneide. Der Fräser fährt nur ganz knapp über die Spannplatzen. Ich fahre von der Maschinenkoordinate 1 bis 399. Das heißt, ich bin nur 2 mm unter meinem maximalen Verfahrweg von X, denn der beträgt 400 mm. Im ersten Durchgang nehme ich 0,7 mm weg und im zweiten 0,3 als Schlichtgang. Ja, und weil es so schön war, machen wir das gleich mit dem zweiten Brett nochmal. Aber das möchte ich euch nicht nochmal zeigen. Das Brett bzw. die Bretter sind nun auf der einen Seite absolut plan. Nun montiere ich eine Opferplatte. Es werden nun wieder meine Ausrichtungsschrauben montiert und dieses Mal verwende ich doppelseitiges Klebeband zum Fixieren. Die reale Höhe der Bretter interessiert mich nicht, deswegen taste ich die Höhe vom Klebeband an. Das Brett wird gut angedrückt und die Ausrichtungsschrauben entfernt. XY bleibt unverändert und deswegen geht es auch schon los. Im ersten Durchgang fräse ich auf 16,3 mm und im zweiten auf die finale Höhe von 16 mm. Nun folgt der Ausschnitt. XYZ bleibt hier unverändert, immer noch mit dem ersten Werkzeug. Übrigens, immer wenn ich diese Bretter mache, muss ich die Schutzhaube von meinem Werkzeuglängensensor demontieren, da die Maschine sonst mit der Haube kollidieren würde. Meine nächste Maschine wird definitiv viel größer. Okay, der Aufschnitt ist gleich geschafft und somit auch das erste Werkzeug. Ich lasse mit Absicht noch etwas stehen, um meine Opferplatte nicht unnötig zu beschädigen. Diesen kleinen Rest kann man ganz leicht wegbrechen. Und später wird sowieso mit der Kantfräse eine schöne Rundung gemacht. Wir fangen nun mit der Zahlenseite an. Dazu setzen wir unser zweites Werkzeug ein, einen 2 mm Schaftfräser, und vermessen diesen natürlich. X und Y bleiben unverändert, lediglich die Höhe Z wird mit der Tastplatte neu angetastet. Es folgt nun der 5 mm Kugelfräser. Auch dieser muss nach dem Einlegen vermessen werden. Hier an der Stelle etwas an X, Y oder Z zu verändern, wäre absolut fatal. Deswegen bleibt alles wie es ist und wir können sofort starten. Für die, die den Werkzeuglängensensor nicht kennen. Der Schaltpunkt von dem Sensor ist sehr genau, was natürlich sehr teuer macht.
und genau dieser Sensor vermisst die Höhen der Werkzeuge. Die Software rechnet dann in die gemessene Z-Höhe eine Art Offset hinzu und so können die unterschiedlichen Werkzeuglängen kompensiert werden. Die Zahlen werden zuerst in einem Schrupp und dann in einem Schlichtdurchgang gefräst. Danach die Unterteilungen in Form von Linien. Nun sind die Löcher für die Holzdübel an der Reihe. Ebenfalls erst in einem Schrupp und anschließend einem Schlichtdurchgang, um eine schöne Oberfläche hinzubekommen. Das nächste Werkzeug liegt schon bereit und wird nun eingespannt. Ein 90 Grad Gravierstichel, der, wie sollte es auch anders sein, erst vermessen werden muss. Zuerst wird eine Phase gemacht, was eigentlich Quatsch ist, da ich mit einem Formfräser später eine schöne Phase mache. Aber es ist für mich gleich die Bestätigung, dass alle Achsen einwandfrei funktionieren. Die Fräsarbeiten sind nun abgeschlossen. Holz ist ein Naturprodukt, deswegen gibt es nach dem Fräsen immer kleine Holzfaser, die sich aber wunderschön mit einer Nylonbürste entfernen lassen. Wir sind nun wieder an der Werkbank. Zuerst wird die Kantfräse auf das richtige Maß eingestellt. Dazu habe ich mir einen mechanischen Anschlag gebaut. Nun bekommen die Kanten eine wunderschöne Rundung. So, nun wieder an der CNC. Ich habe zwischenzeitlich mal alles sauber gemacht. Die Opferplatte muss nun wieder demontiert werden, da die Opferplatte viel kleiner als das Brett ist und beim Spannen mit den Spannpratzen sich das Brett verbiegen würde. Wir legen das vierte Werkzeug ein, ein 3,175 Schaftfräser.
Beim Vermessen der Länge kann man nun die Schutzhaube sehen. X und Y richte ich wieder mit dem Auge aus. Alle Fahrkommandos mache ich mit dem Handrad. Ich glaube es schon einmal erwähnt zu haben, die Haptik von dem Steuerrad ist einfach großartig. Besonders auf die Taste auf Tastplatte fahren wollte ich echt nicht mehr missen. Das nächste und letzte Werkzeug liegt schon bereit, ein 6mm Kugelfräser von der Firma Datsun. Das Einspannen und Vermessen erspare ich euch mal und mache es im Schnelldurchlauf. Es folgt der letzte Schliff. Zuerst schleife ich alles mit einem 80er Schleifblatt, dann mit einem 240er und zum Schluss mit einer Körnung von 400. Die Oberfläche ist wahnsinnig glatt. Ich werde immer wieder auf die tolle Oberfläche angesprochen. Zum Schluss werden die Holzstifte abgezählt und abgepackt. Was hier nicht zu sehen ist, ist das Verpacken und Versenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich schon auf eure Meinungen und euer Feedback. Was sagt ihr zu der ganzen Arbeit? Ach ja, und wenn ihr wissen wollt, wie das alles programmiert wird, müsst ihr einfach nur dranbleiben.